Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Let's go! Pikachu, nein, Evoli, ich hab's schon wieder verkackt. Das auf meinem Kopf ist definitiv kein Pikachu. In der letzten Folge haben wir Team Rocket im Mondberg besiegt, haben ein Fossil bekommen und jetzt kommen wir endlich raus aus dem Mondberg. Hier haben wir ein Item liegen und zwar ein Paraheiler. Gut, brauchen wir jetzt eher weniger. Allerdings habe ich gerade auch festgestellt, oh nein, was ist denn los, Knuffenser? Knuffenser sieht aus, als würde es jederzeit umkippen. Vielleicht sollte ich es dann mal in seinen Ball zurückholen. Und holt so eine fette Biene raus. Damit die Kinder Respekt vor mir haben. Los, geh schon mal vor. Huch, das war mein Discord. Entschuldigung. Wusste gar nicht, dass ich den offen habe. Moment. So, fixed it. Wieder richtig professionell hier am Start. Oh, Bibo hat was gefunden. Was hast du denn? Eine Nanap-Beere. Dankeschön. Vielen Dank, Bibo. So, da oben haben wir ein Item, aber da bin ich mir nicht sicher, ob wir da rankommen. Nee, da kommen wir noch nicht ran. Gut, dann gehen wir erstmal Richtung Azuria City. Was heißt Richtung Azuria City? Wir gehen ja direkt rein nach Azuria City. Und ich muss sagen, das ist mit Abstand eine der schönsten Städte in Let's Go Pikachu und Evoli. Es sieht echt toll aus. Die Leute sagen, dass der Mann in dem Haus der Fahrräder aus der ganzen Welt sammelt. Haus des Fahrradmaniacs. Ist meine Fahrradsammlung nicht der Hammer? Ich lasse dich nicht mit ihnen fahren und sie stehen auch nicht zum Verkauf, aber du darfst sie ziellos so lange anschauen, wie du willst. Ja, in diesem Spiel gibt es kein Fahrrad und entsprechend wird es später auch, so viel sei mal gespoilert, ich finde es geil, wie der auch Bilder von Fahrrädern an der Wand hat, keinen Radweg geben. Die ganze Route wurde umdesignt. Ich freue mich zwar immer, seltene Fahrräder zu sehen, aber der Fahrradmaniac ist eine totale Quasselstrippe. Ich reite gerne auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. So, und hier haben wir noch was ganz Besonderes in der Azuria City. Hier wollen wir nämlich... Woi! Woi, woi! Der Springbrunnen blätschert vor sich hin. Möchtest du etwas Geld in den Brunnen werfen? Werfen wir mal Geld hinein fürs Glück. Platsch. Irgendwie sieht Evoli ein kleines bisschen glücklicher aus als zuvor. Süß, was das bringt, ich habe keine Ahnung. Falls ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. So, was wir hier tun wollen, ist erstmal ins Pokémon Center gehen. Und zuallererst unsere Pokémon heilen. Das ist, glaube ich, oberste Priorität, würde ich sagen. Dup, 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 dup. Bim, 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 bim. Dankeschön. Nein, wir wollen mit Bibo reden. Nein, das wollen wir nicht. Bibo geht aus dem Weg. Aber es ist entspannt. Das ist gut. Ich mag meine Pokémon entspannt. Mit diesem Mann hier reden. Oh, dein Evoli sieht aber äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu lernen, die ich erschaffen habe. Möchtest du, dass ich ihm eine meiner fantastischen Attacken beibringe? Jawohl, wollen wir das. Und zwar wollen wir die Knisterladung. Das ist nämlich eine 90er-Stärke Elektroattacke, die sich in der Wasserarena hier ziemlich gut machen wird. Und ich denke, wir nehmen auch gleich... Die Frage ist, nee, beide will ich eigentlich noch nicht. Blubsauger ist eine Wasserattacke, die wie Absorber ein bisschen wirkt, also wir heilen uns einen Teil der abgesaugten KP und Flackerbrand ist eine Feuerattacke, die den Gegner zu 100% verbrennt. Ich glaube auch, wir nehmen den Flackerbrand mit, statt Tackle. Den Ruckzucki behalte ich mal noch, zur Sicherheit. Und dann bewegen wir uns direkt in die Arena ohne Umschweife. Nein, doch, doch. Ja, doch, tun wir.
Ich habe gerade überlegt, wir können hier in Azuria City noch gegen unseren Rivalen kämpfen. Ach, sieht so schön aus. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Kennst du Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City? Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Okay, dann machen wir doch erst den Rivalen. Gut, dass wir das geklärt haben. Dazu möchte ich aber Evoli erstmal an erste Stelle packen. Dann kann ich auch offscreen schon mal die Nugget-Brücke machen, die gleich kommen wird. Und zwar hier oben, nachdem Bibo ein Item gefunden hat oder so. Hallo, ich möchte mit dir reden. Bibo sieht sich unruhig um. Was ist denn da? Es schnuppert an den Blumen. Da oben haben wir nämlich die Nugget-Brücke. Da haben wir 5 Trainer, die man hintereinander besiegen muss. Das kann ich dann offscreen machen. Das sind keine spektakulären Trainer oder so. Es sind einfach nur 5 Trainer. Deswegen denke ich, kann man das auch mal zwischen den Folgen machen. Ah, das muss mich beruhigen. Was ist in ihn gefahren? Hier kämpfen wir auf jeden Fall gegen Blau. Mit seinem Taubsi. Das ist natürlich auch gleich von unserer neuen Elektroattacke gleich. Habe ich schon gleich gesagt. Gleich. Vom Himmel geholt wird. Armes Taubsi. Tatsächlich kann man, soweit ich weiß, Pikachu hier nur eine Attacke beibringen, wenn man Let's Go Pikachu hat. Was dieses Spiel dann doch etwas, ich würde nicht sagen leichter macht, aber Evoli ist doch etwas härter overpowered, meiner Meinung nach, als Pikachu. Wir kriegen später noch viel mehr Attacken von allen möglichen Typen für Evoli, was halt die Type Coverage absolut insane macht, die unser Evoli hier haben kann. Es auch so stark macht. Gut, ich meine, die Werte werden dann dadurch wieder ausgeglichen, dass es ein Stufe 1 Pokémon ist. Also ein Basis-Pokémon. Es ist ja nicht mal Stufe 1, es ist ein Basis-Pokémon. Ah, es sieht so aus, als müsste ich vielleicht doch die Nugget-Brücke machen. Das wird mit der Erfahrung nicht ganz hinhauen. Aber ich meine, es hat 631er DVs, es kann Attacken von jedem Typ lernen. Es wird am Ende vom Spiel einfach so wahnsinnig stark sein. Denke ich. Durchgespielt habe ich es ja selbst noch nicht. Oh Mann, also wirklich, tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten ist ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nie gesehen habe, aber als ich dort angekommen bin. Und jetzt halte ich bitte fest. Da war Bill, der Pokémaniac, gar nicht da. Nein, er war nicht da. Stattdessen stand vor mir plötzlich ein Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Wenn ich nur daran denke, läuft mir eiskalt den Rücken runter. Halte ich am besten von seinem Haus fährt, Daro. Ich zumindest werde einen großen Bogen darum machen. Na, dann nehmen wir hier vielleicht doch den einen oder anderen Trainer noch mit. Bis wir uns um die Arena kümmern können. Ich meine, es schadet ja auch nicht. Dann sind unsere Pokémon halt ein bisschen stärker, wenn wir in die Arena gehen. Und viel zu entgegenzusetzen sollten die hier uns ja auch nicht haben. Das war ein sehr sauberer One-Hit. Und mit nicht viel entgegenzusetzen, meine ich absolut gar nichts entgegenzusetzen. Das war traurig. Das brauche ich ja überhaupt gar nicht offscreen zu machen, wie die hier weggestompt werden. Das ist ja eine Sache von 2 Minuten, bis ich hier die Nugget-Brücke gemacht habe. Uiuiuiui. Naja, spontan muss man sein, nicht wahr? Dann kann ich die Route dahinter schon mal machen. Das sind nämlich auch sehr viele nervige Trainer. So, auch Anton wird uns nicht viel entgegenzusetzen haben.
Aber der Satz grammatikalisch richtig. Ich bin mir nicht so ganz sicher dabei. Okay, ein Trainer noch. Dann sollte Evoli Level 15 sein. Ha, die Frage ist jetzt natürlich, wie mache ich das? Wie mache ich das am klügsten? Eigentlich sollte ich die Nuggetbrücke jetzt fertig machen, dass ich offscreen die Route dahinter erledigen kann. Und dann in der nächsten Folge vermutlich die Arena angehen. Ist das das Klügste? Ich hätte echt gern die Arena diese Folge angefangen, aber ich denke, es ist klüger, wenn ich mich erstmal um die Route hier kümmere, beziehungsweise um die Nuggetbrücke, dann die... Ups, das wollte ich gar nicht. Da bin ich eins zu viel runtergegangen. Und da machen wir in der nächsten Runde ganz entspannt die Arena. Huch, das ging daneben. Das ging schon wieder daneben. Ich nehme jetzt einfach mal Ruckzucki, was eine 100er Genauigkeit hat. Das sollte nicht so einfach daneben gehen. Jetzt sind wir auch noch vergiftet. Mensch, Mensch, Mensch. Sandan, kannst du bitte nicht. Ich hätte es gleich ruckzuck heben sollen. Ah! Was ist das denn? Sandan, bitte! Beziehungsweise Evoli, bitte wisch dir den Sand aus den Augen und kloppt das Sandan um. Danke. So, da haben wir jetzt auch schon unser Level 15. Das heißt, in die Arena können wir theoretisch sofort rein. Sehr schön. So, zunächst möchte ich aber meine Pokémon heilen. Dann wird die Folge wohl ein bisschen länger. Wird ja auch niemand was dagegen haben, ne? Los, heil meine Pokémon! Los, mach! Schneller! 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 Schneller, schneller, schneller! Wundervoll! So, zack, zack, zurück auf die Brücke. So, drei Trainer haben wir noch vor uns. Wenn jetzt hier keine extreme Stalling-Taktik wie diese Sandan mehr kommt, das einfach meine Genauigkeit ins Bodenlose senkt und mich vergiftet, dann sollte das hier auch kein weiteres Problem darstellen. Du kriegst einen Doppelkick ab. Oder kriegst keinen Doppelkick ab, weil Evoli zurückschreckt. Oh. Oder du kriegst nur einen Kick ab, weil du direkt tot umfällst. Ich meine, besiegt. Nicht tot. Pokémon sterben nicht. Die werden nur besiegt. Der Manga, der sagt da ein bisschen was anderes. Ach, der Pokémon-Manga ist ja auch brutal. Wenn da teilweise Pokémon zerschnitten werden in zwei Teile. Ah, was ich auch krass finde, ist teilweise der Yu-Gi-Oh!-Manga. Da frage ich mich immer wieder, so, wie kam Konami auf die Idee, daraus machen wir eine Kinderserie. Yu-Gi-Oh!-Manga ist teilweise ja richtig brutal. Aber da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wenn es euch interessiert, da gibt es genug Videos auf YouTube, die da ein bisschen dazu aufklären, beziehungsweise so Anime und Manga vergleichen und so. Das ist ganz nett, falls euch das interessiert, was da alles rauszensiert und verändert wurde. Aber wir sind ja schließlich bei Pokémon und nicht bei Yu-Gi-Oh!, ne? Deswegen bleiben wir mal hier bei dem Spiel.
Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier ist der großartige Preis für dich. Wir bekommen ein Nugget von einem dubiosen Trainer. Übrigens, das bleibt unter uns. Möchtest du nicht Team Rocket beitreten? Und schwupp! Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, um finstere Pläne zu verwirklichen. Und bist du dabei? Bist du dabei? Du bist dabei, oder? Jetzt mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt. Seltsam, du siehst aus, als wolltest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Tja, da muss ich wohl etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten. Hier haben wir lustigerweise überhaupt nicht mehr die Option abzulehnen. In den vorherigen Spielen hatten wir ja immer die Option, einfach Nein zu sagen. Ein Zubat. Sollte auch kein großes Problem darstellen. Allerdings hat er 2 Pokémon. Wir sind einfach dankbar für die Erfahrungen, die wir bekommen und nicken einfach, ne? Lächeln, winken und abnicken. Autsch. Evoli steht in Flammen. Und ein Smogon, das wir vermutlich einfach abbrennen. Es sieht so glücklich aus. Brenn! Brenne! Brennige! So, noch ein Flackerbrand. Und dann sollte auch das Geschichte sein. Hö? Was habe ich verpasst? Warum hat er jetzt so wenig Schaden gemacht? War der erste ein Volltreffer? Anscheinend war der erste ein Volltreffer. Oder wurde irgendwie meine Werte gesenkt? Habe ich da irgendwas gerade verpasst? Wie auch immer, gehe dahin, Smogon, in die ewigen Jagdgründe oder so. Ah, du bist wirklich gut. Mit deinem Können hättest du eine glänzende Karriere bei Team Rocket vor dir. Welch eine Verschwendung von Talent. So, Freunde, dann würde ich aber sagen, soll es das erstmal gewesen sein von Pokémon Let's Go Evoli. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.